Ich kann echt nichts dafür, aber in der Wissenschaft gibt es halt echt fast jeden Tag unglaubliche Nachrichten. Die hier ist, und das ist die Meinung eines renommierten Wissenschaftlers, für 2 Nobelpreise gut. Es ist ein wirklich, wirklich unglaublicher Blick in die Entstehung unseres Universums gelungen. Und zwar genau in dem Moment, in dem unser Universum von einer trüben Suppe zu dem heutigen klaren fast Vakuum wurde und die ersten Sterne entstanden. Und dort entdeckte ein Forschungsteam etwas absolut Verblüffendes, eine außergewöhnliche Spur zur dunklen Materie. Alles über die, ich schwöre, bahnbrechende Entdeckung. Jetzt bei Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Es war vor 13,6 Milliarden Jahren, 180 Millionen Jahre nach dem Urknall, das größte Spektakel unseres Universums. Damals stürzte die Wasserstoff-Ursuppe zu den ersten Sternen zusammen. Sie zündeten und durch ihre ultraviolette Strahlung wird das sie umgebende Gas in heißes Plasma verwandelt. Diese Plasmablasen verschmelzen und langsam lichtet sich das Universum, bis zum Schluss nur noch Galaxien mit Sternen, Planeten und schwarzen Löchern übrig sind. Genau an diesem Zeitpunkt der Entstehung der ersten Sterne, an diesem Zeitpunkt zu gucken, das war bisher unmöglich. Zu dunkel war die Wolke aus Wasserstoff und ein wenig Helium. Doch dieses verborgene Geheimnis wurde jetzt gelüftet. Die Plasmablasen hinterließen ein eigenes Strahlungsmuster und genau das wurde jetzt gefunden. Bei einer Wellenlänge von 21 cm sorgten sie für eine leicht erhöhte Absorption der Hintergrundstrahlung. Doch diese leichte Strahlungsverringerung zu finden war gar nicht so leicht. Zu sehr ist unsere Erdatmosphäre durch die menschlich verursachten Radiowellen verunreinigt und auch in unserer Galaxie gibt es noch genügend störende Strahlungsquellen. All das ist im Radiowellenbereich 10.000 Mal lauter als die gesuchten Signale. Zitat: Es ist ein wenig so, als säße man mitten in einem Hurrikan und würde versuchen, den Flügelschlag eines Kolibris zu hören. So Peter Kurczynski von der US National Science Foundation. Doch genau das ist gelungen. Zum einen hat sich das Forschungsteam nach Westaustralien zurückgezogen, wo es möglichst wenig vom Menschen verursachte Radiowellen gibt. Und zum anderen haben sie ein vollkommen neues Messinstrument entwickelt, EDGES. Das ist ungefähr so groß wie eine Tischtennisplatte und imstande, diese Veränderung der Hintergrundstrahlung zu messen. Und wow, es ist gelungen. Zitat: Das Profil dieses Signals ist konsistent mit den Erwartungen für das 21 cm Signal der frühesten Sterne. Die Frequenz entspricht der Zeit von etwa 180 Millionen Jahren nach dem Urknall. So das Forschungsteam. Allerdings hat das Team etwas gefunden, was sie so nicht erwartet haben. Denn das, was das Plasma an Strahlung absorbiert hat, das ist viel mehr als vorhergesagt wurde. Und zwar doppelt so viel. Zitat: Diese Ergebnisse erfordern einige Veränderungen in unseren Vorstellungen von der frühen Entwicklung unseres Universums. Das könnte kosmologische Modelle beeinflussen und dazu führen, dass die Theoretiker noch einmal darüber nachdenken müssen, wie dies zu erklären ist, sagt Colin Lonsdale vom Haystack Observatory des MIT. Und jetzt kommt es: Könnte dunkle Materie für diese Delle verantwortlich sein? Ein Grund für die höhere Absorption könnte kälteres Wasserstoffgas sein und dafür könnte die dunkle Materie verantwortlich gewesen sein. Zitat: Die einzige kosmische Komponente, die kälter sein kann als das frühe kosmische Gas, ist die dunkle Materie. So Renan Barkana von der Universität Tel Aviv. Das hätte ernsthafte Konsequenzen für die bisherigen Modelle der dunklen Materie. WIMPs könnten es dann nicht mehr sein. Sie zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass sie mit normaler Materie kaum interagieren. Stattdessen könnten dann eher Axionen oder sterile Neutrinos für die dunkle Materie verantwortlich sein. Zitat: Sollte sich diese Hypothese bestätigen, dann hätten wir etwas Neues und Grundlegendes über die mysteriöse dunkle Materie erfahren. Das würde uns einen ersten Blick auf eine Physik jenseits des Standardsmodells liefern. So der Projektleiter Judd Bowman von der Arizona State University. Es ist also wirklich bahnbrechend, was hier entdeckt wurde. Wenn ihr als erstes Neues zum Thema dunkle Materie zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video garantiert. Und ab und zu gibt es dort auch besondere Angebote, zum Beispiel ein Audible-Gratis-Abo. Also unbedingt anmelden, einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen, genau. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Sensation, dunkle Materie existiert wahrscheinlich nicht. Eine ganz andere Hypothese zur dunklen Materie. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.